In diesem Video kümmern wir uns um die Aktivierung des großen Kopfwenders. Und der vollendet sozusagen unseren Einatmungsprozess. Dieser hat aber auch die Aufgabe, unseren Kopf zu drehen, zu wenden, deswegen heißt er so, und zu stabilisieren. Wenn wir jetzt dauerhaft in einer sehr hohen Atmung arbeiten, ohne in dem Bauchbereich zu arbeiten, kann es sein, dass dieser Muskel dauerhaft unter Anspannung sitzt, was zu Kopfschmerzen führt. Das wollen wir natürlich nicht, aber wir wollen, dass er in dem gesamten Prozess mitarbeitet und mitfunktioniert. Und den kriegen wir folgendermaßen raus, oder der sieht so aus, dass der hier vorm Schlüsselbeineinsatz hoch hinter den Kopf läuft. Und um den einmal anzufühlen, legst du einmal deine Hände auf die Schlüsselbeinknöcherchen vorne und versuchst jetzt einfach mal den Kopf nach rechts und links zu drehen. Und dann merkst du, wie der Muskel rausplöppt. Genau. Und nimm du nochmal die Hände runter, dann können wir es besser sehen. Hier sehen wir den Ansatz, wie der Muskel rauskommt. Und hier auf der Seite zieht der andere Teil raus. Also rechts und links. Genau. So, das heißt, du bewegst einmal den Kopf nach rechts, nimmst jetzt deinen linken Zeigefinger und legst den auf die Position, wo der Muskel rausplöppt. Sehr gut. Dann den Kopf wieder zur Mitte drehen. Dann nach links drehen. Dann kommt die rechte Seite drauf, legst da deinen rechten Zeigefinger drauf und gehst wieder zur Mitte zurück. So kannst du die Aktivität des Muskels jetzt spüren. Deine Aufgabe jetzt ist, eine schnelle Einatmung zu machen in der Art und Weise, dass du schnüffelst. Und zwar machst du von hier und wenn die Muskulatur anspringt, dann solltest du rechts und links ganz schnelle Kontraktionen dieser Muskulatur spüren. Wir probieren das einmal mit dem René aus und gucken mal, wie die Muskulatur anspringt. Gut. Was man jetzt hier sehen kann, ist, die linke Seite springt ein wenig an, die rechte Seite nicht so. Dementsprechend wollen wir die rechte Seite mehr aktivieren. Nimm mal die linke Hand runter für die linke Seite. So, und jetzt drehst du den Kopf einmal nach links. Wenn wir den Kopf nach links drehen, aktivieren wir die rechte Seite des Kopfwenders vor. Der Finger bleibt drauf und jetzt versuchst du, deine Schnüffler nochmal zu machen und richtig diese Muskulatur zu aktivieren. Gut, super, super, super. Versuch dir zu merken, wie der Muskel anspannt. Weiter. Dabei ein bisschen aufpassen, dass einem nicht schwummrig wird, weil diese schnellen, kurzen Einatmungen sehr schnell zu Schwindel führen können. Gut, dann wieder zurückdrehen, anderen Finger wieder drauf und versuch mal, beide in der Mitte zusammen zu integrieren. Gut, das sieht besser aus. Super, so haben wir bei ihm jetzt schnell die Muskulatur wieder reaktiviert. Das Ganze kannst du für dich auch ausprobieren. Diese Sachen solltest du natürlich üben, aber ein bisschen in der Wiederholungszahl einschränken. Da geht es eher darum, erstmal zu gucken, ob die überhaupt mit aktiviert ist und mitspielt in dem ganzen Prozess. Also Finger drauflegen, testen, ein-, zweimal reaktivieren und dann nochmal gucken, ob er mit anspringt. Viel Spaß beim Ausprobieren. Da die Muskulatur manchmal nicht so eindeutig anzusteuern ist, helfen wir uns mit einem Tool, mit dem sogenannten Z-Vibe. Das vibriert und wir vibrieren gleich seine rechte Muskulatur, um ihm besseres und klareres Bild darüber zu geben, wo er die Muskulatur gleich ansteuern soll. Ich schalte das einmal ein und aktiviere jetzt sozusagen die ganzen Rezeptoren auf seiner Haut, in seiner Muskulatur, die auf diese Vibration reagieren. Spürst du das? Ja. Ja, sehr gut. Dadurch kriegt sein Gehirn ein klareres Bild davon, was gerade in dieser Struktur passiert. Und dadurch sollte die Ansteuerung besser werden. Gut. Das waren jetzt 15 Sekunden ungefähr. Und du nimmst wieder deine Finger auf den Muskelansatz. Nimm ruhig beide und schnüffel nochmal. Mhm. Gut. Wie fühlt sich an? Ist besser? Ja. Fühlt sich besser an, sieht auch besser aus. Die Muskulatur steuert an. Probier es gerne einmal aus. Damit haben wir den größten Teil der Einatemmuskulatur abgedeckt. Jetzt, wo die Luft drin ist, müssen wir gucken, dass wir die Luft auch wieder rausbekommen. Und darum geht es im nächsten Video, um die Aktivierung der Ausatemmuskulatur.